Inzwischen kennt ihr ja alle unseren kleinen grünen Drachen, den Flitze Feuerzahn. Er wurde von seinen Eltern im letzten Drachennest der Welt in einem abgeschiedenen Wald einfach zurückgelassen. Warum? Weil ihm keine Flügel gewachsen waren und er nur mit einem Zahn ein bisschen Feuer speien konnte. Aber zum Glück haben sich ein paar gute Freunde eingefunden, mit denen er ja, wie ihr wisst, schon viele Abenteuer durchgestanden hat. Nun wollen wir doch mal hören, was er heute wieder erlebt. Ahoi, mein lieber Freund Sonnenschein. Das ist dir hoch anzurechnen, dass du uns dein Motorboot anvertraust. Im Namen aller Anwesenden danke ich dir dafür. In meinem Licht. Ich will ja gar nicht mit. Was sagen Sie da, Frau Kraft? Was ich schon daheim am Elsterplatz gesagt habe. Mir ist die Seefahrt unangenehm. Sie haben mich nur dazu überredet. Die Seefahrt! Habt ihr das gehört? Wir wollen mit einem kleinen Motorbootchen etwas über Wasser tuckern. Und das nennt unsere verehrte Frau Kraft Seefahrt. Ja, aber Sie haben gesagt, dass wir sogar eine unbewohnte Insel ansteuern werden. Aha, und nun haben Sie Angst, wie der einst Robinson Crusoe ausgesetzt zu werden. Wohnt wirklich niemand auf der Insel? Keine Menschenseele. Nur gelegentlich ein paar Kuhseelen. Hin und wieder bringt nämlich ein Bauer ein paar Kühe zum Grasen dorthin. Bleibt er denn da, Onkel Berthold? Kühe müssen doch jeden Tag zweimal gemolken werden. Eine sehr gute Frage, mein Kind. Nicht wahr, Sonnenschein? Nein, es sind junge Kühe, fast Kälber noch, die noch keine Milch geben. Aber Vögel wohnen da. Worauf du dich verlassen kannst. Möwen und Schwäne und Fischreiher und Enten natürlich. Aber du wirst dich schon mit ihnen vertragen, Raberaps, falls sie überhaupt zu Hause sind. Könnte ich noch ein bisschen vom italienischen Salat bekommen? Aber natürlich. Frau Kraft, tun Sie Flitze Feuerzahn ordentlich auf. Und vielleicht auch noch ein paar Mayonnaise-Eier. Ja, schon das gut. Das ist schließlich heute eine Drachenmahlzeit hier. Ich dachte schon, Flitze Feuerzahn ist stumm geworden. Er kann nicht so viel reden, weil er dauernd einen vollen Mund hat. Und da gehört sich das nicht. Ich hätte gern noch etwas von dem Gurkensalat. Und ich noch eine Hühnerkeule. Haben Sie das gehört, Frau Kraft? Sie sehen, es schmeckt allen ganz vorzüglich. Also langen auch Sie ordentlich zu. Nein. Nein, lieber nicht. Aber warum denn nicht? Ach so, der Magen. Naja, dann lehnen Sie sich eben einfach nachher über Bord. Aber bitte, auf der dem Wind abgewandten Seite. Auf Lee. Du sagst es, Jakob. Wir hatten mal einen Matrosen, den packte die Seekrankheit schon bei Windstärke 5. Seid mal einen Augenblick still. Ja? Hier Sonnenschein. Und hier Regenwetter. Psst. Du weißt, Jakob, mit Namen scherzt man nicht. Wann war das? Ja. Und die Polizei? Natürlich sofort. Sollten wir die Führungen besser absagen? Gut, Frau Dattrich. Bestellen Sie dem Herrn Bürgermeister, dass ich gleich drüben bin. Was Unangenehmes? Das kann man wohl sagen. Im Meereskundemuseum ist eingebrochen worden. Und? Einige von den kostbaren, ausgestopften Tieren sollen verschwunden sein. Unersetzliche Stücke. Jetzt am helllichten Tage haben die da eingebrochen? Ja, in der Mittagspause. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter von See her gekommen sind. Und auf dem Seeweg auch wieder verschwinden? Nein, ich bleibe hier an Land. Aber Frau Kraft, wir werden doch nicht ausgerechnet mit den Räubern zusammentreffen. Und wenn doch? Nun, sie sind ja nicht ausgestopft. Aber kostbar ist unsere gute Frau Kraft schon. Ja, dann entschuldigt mich. Und stecht nicht so spät in See. Von Kurdirektor Sonnenschein so liebevoll angerichtete Drachenmahlzeit mundete, bis auf Frau Kraft, allen so gut, dass man erst am späten Nachmittag zum Hafen fuhr. Und dieser war um jene Zeit fast ausgestorben. Schwuppdiwupp
sprang der kleine grüne Drache ins Motorboot. Ihm folgten Jakob und Stefanie. Tja, und die Frau Kraft sträubte sich zum letzten Mal, an diesem Ausflug teilzunehmen. Doch dann wurde sie kurzerhand von Captain Buddelmann geparkt und ins Boot gesetzt. Und eine halbe Stunde später war man weit draußen auf der See. Und auf dieser Nussschale sollen wir alle heute Nacht schlafen? Ja, Sie bekommen natürlich die Kajüte, zusammen mit Jakob und Stefan. Können wir nicht im Beiboot schlafen, Onkel Berthold? Nein, ihr leistet unserer Frau Kraft Gesellschaft. Sonst fürchtet sie sich noch vor dem Klabautermann. Ach was. Und ich? Darf ich fragen? Du darfst. Du bleibst mit mir hier im Cockpit. Und über uns wird eine Kalesche aufgespannt. So, jetzt müssen wir aber erstmal den Anker auswerfen. Hier ist es nicht so tief. Und wo schläft Rabe Raps? Ich möchte bitte draußen auf dem Kajütendach schlafen, wegen der frischen Luft. Dürfen wir jetzt vom Boot aus baden? Du kannst ja auch mitkommen, Onkel Berthold. Nein, nein, ich... Aber die Frau Kraft. Ihr denkt doch nicht im Ernst, dass ich mich ins Wasser stürze. Und Flitze? Der hört dir gar nicht zu. Warum starrst du eigentlich immer zu ins Wasser, Flitze? Weil ich etwas sehe. Und was siehst du? Ich weiß nicht, was ich sehe. Eben war es noch hier. Oh, und jetzt ist es wieder da. Und zweimal war es völlig weg. Flitze spinnt. Endlich mal Stille. Endlich kein Motorengeknatter. Ich lege mich ein halbes Stündchen in der Kajüte hier. Ja, das ist recht von Ihnen, Frau Kraft, damit Sie sich schon an Ihr Nachtquartier gewöhnen. Und machen Sie bitte die Tür hinter sich zu. Da! Da ist es wieder! Ein Hai, Onkel Berthold! Ein Hai! Das war die Rückenflosse von einem Hai! Quatsch, hier gibt es keine Haie. Sehr richtig, Jakob. Dieses Tier, das Witze Feuerzahn gesehen hat, gehört zur Gruppe der Walfische und ist ein Delfin. Wo ist ein Walfisch? Ich bitte um Ruhe an Deck! Donnerwetter! Was uns hier in harmlosem Spiel umkreist, wird auch kleiner Tümmler genannt. Und diesen zählt man zu den Walen. Wissenschaftlich heißt das Tier Schweinswal. Schweinswal? Jawohl, und ist ein Säugetier. Wie Sie und ich. Und nun gehen Sie bitte wieder in Ihre Kajüte. Aber ich habe weder mit Schweinen noch mit Walen etwas zu tun. Sie brauchen ja auch nicht mit ihm zu spielen, Frau Kraft. Doch dass wir zur gleichen Tiergattung gehören, lässt sich leider nicht bestreiten. Ach, oh was. Aber ich möchte mit ihm spielen. Wie groß ist er denn? Nicht viel größer als du. Die Schweinswale werden höchstens 2 Meter lang. Und wie willst du mit ihm spielen, Flitze? Ich könnte ja auf ihn raufspringen und ein bisschen auf seinem Rücken reiten. Damit er dich in die Tiefe reißt. Du hast doch gehört, Jakob, dass es ein Säugetier ist. Also atmet er mit der Lunge und kann gar nicht in die Tiefe. Nicht wahr, Onkel Berthold? Stefanie hat das richtig erkannt. Ja, du möchtest also auf dem kleinen Wal reiten, Flitzefeuerzahn? Also, ich würde es gern einmal versuchen, weil er so schöne Bewegungen im Wasser macht. Naja, dann hock dich dort auf die Backbordkante. Und wir passen auf dieser Seite auf, bis er wieder mal unterm Boot hinwegtauchen will. Ja, wir sagen dir Bescheid und du springst ab. Das muss aber rucki-zucki gehen, Flitze, sonst ist er schon wieder weg. So ein Unfug! Ich habe noch nie gehört, dass ein Drache auf einem Walfisch geritten ist. Also, Sie legen sich jetzt bitte wieder aufs Ohr, Frau Kraft. Und Rabe Raps steigt auf, um das elegante Geschöpf von oben zu beobachten. Bin schon dabei. Na gut, ich verschwinde. Ich möchte auch nicht mit ansehen, wie unser Flitzefeuerzahn von einem Wal verschlungen wird. Ja, hast du denn gar keine Angst, Flitze? Schweinswale fressen nur Fische. Und wie ein Fisch sieht Flitze Feuerzahn nun wahrlich nicht aus. Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Und? Kommt er auf uns zu? Ganz genau! Dann mach dich zum Absprung bereit, Flitze Feuerzahn. Ich rufe los, wenn er unter dem Boot hinwegzutauchen beginnt. Wenn du das schaffst, Flitze, würde ich dich sehr bewundern. Achtung! Er setzt zum Tauchen an! Dann klappt die Schnauze zu, Flitze Feuerzahn. Und los! Thank you.
kleine grüne Drache plumpste in das Wasser. Doch er kam etwa 3 Sekunden zu spät. Nur die Schwanzspitze des Delfins sah er noch vor sich, als er die Augen öffnete. Enttäuscht ließ er sich nach oben treiben und schwamm dann auf die Badetreppe des Motorboots zu. Ja, aber dennoch war dies natürlich sehr aufregend gewesen. Doch noch viel mehr Aufregung stand ihm am selben Tag bevor. Das heißt, genau genommen in der Nacht, als alle fest schliefen, wurde er nämlich von Captain Buddelmann geweckt. Flitzefeuerzahn. Ja, ach ja, bitte noch ein Mayonnaise-Ei. Wir sind nicht mehr bei Kurdirektor Sonnenschein, sondern auf seinem Motorboot. Auf einem Motorboot. Und es ist Nacht. Ich habe eine Bitte an dich. Soll ich Feuer speien? Um Gottes Willen, hier sind Tanks gefüllt mit Benzin. Nein, ich möchte dich um deine Begleitung bitten. Um meine Begleitung? Ja, ich würde nämlich gerne ein nächtliches Bad nehmen. Und da will ich mit dem Beiboot ein Stück wegrudern. Kommst du mit? Aber kein Wort davon sagen. Kein Wort davon sagen? Nee, weißt du, ich habe nämlich keine Badehose mit. Wir schleichen uns jetzt hier raus und dampfen mit dem Beiboot ab. Ist das nicht, etwas gefährlich mitten in der Nacht? Sage bloß, du hast Angst. Nein, ich bin ja ein Drache. Na bitte, dann komm. Ja, ja, ich bin noch nie nachts in einem Boot gefahren. Ist doch sehr romantisch, nicht wahr? Ja, ja. Ein alter Seemann wie ich kann auch noch ein Herz für ganz besondere Stimmungen haben. Schwarzes, stilles Wasser und über uns die Sterne. So ganz still ist es nicht. Ich würde sagen, Windstärke 2 bis 3. Jetzt sind die rote und die grüne Lampe vom Motorboot kaum noch zu sehen. Ja, jetzt gehört uns 2 Beinen allein das Meer. Und den Fischen und den Delfinen. Natürlich, und den Fischen und den Delfinen. Aber die schlafen jetzt bestimmt. Wo schlafen denn Fische? Haben wir ein Nest oder eine Höhle? Also du fragst aber auch Sachen. Ein Nest oder eine Höhle? Oder legen sie sich einfach auf den Grund? Ja, das kommt darauf an. Worauf kommt es an? Also Schluss jetzt. Ich möchte jetzt gerne baden gehen. Darf ich mit? Dann könnte ich ja mal nachsehen, wo die Fische schlafen. Nein. Du bleibst im Boot. So, du kannst im Notfall die Ruder nehmen, falls es zu sehr abtreibt. Ein Boot darf niemals allein gelassen werden, ist das klar? Jawohl, Herr Kapitän. Ja, darum habe ich dich doch gebeten, mitzukommen. Du kannst mir auch nachher wieder beim Einsteigen helfen. Der Allerjüngste ist man ja nicht mehr. Dann wünsche ich ein angenehmes Bad. Danke, danke, Flitzefeuerzahn. So, tschipp. Jetzt sind die Lichter vom Boot überhaupt nicht mehr zu sehen. Trotz Blitz und Sturm. Das ist ja eine herrliche Planscherei. Ich bitte, sich nicht zu weit zu entfernen. Ach was, heute Nacht könnte ich mit Neptun, dem Meeresgott, um die Wette schwimmen. Wie bitte? Ich sage, aua! Was ist denn? Sturm, Blitz und Potzgebraus, au, au! Was ist passiert? Ein Krebs? Ein Fisch?
Ein Quallentier? Ich habe einen Krampf im Fuß. Dann würde ich lieber wieder ins Boot steigen. Immer wenn man sich mal fröhlich fühlt. Ja, das geht mir manchmal auch so. Hilf mir bitte, Flitzefeuerzahn, ich komme mit dem Fuß nicht hoch. Ich könnte ja meinen Schwanz heraushängen und dann... Nein, lass das. Pass auf. Das Boot schlägt um. Ja, ich passe ja schon auf. Au, so. Und jetzt das andere Bein. Es kann sich nur noch um Zentimeter handeln. Geh mal auf die andere Seite rüber, Flitzefeuerzahn. Soll ich nun helfen oder nicht? Gott sei Dank. Das hätten wir geschafft. Was macht der Krampf? Komisch. Jetzt ist er plötzlich weg. Weg? Mhm. Ja, er hat sich so rasch gelöst, wie er gekommen ist. Etwas anderes ist auch weg. Was ist weg? Die Ruder. Sie sind rausgefallen. Und warum hast du sie nicht festgehalten? Ja, ich konnte ja nicht alles auf einmal festhalten. Außerdem habe ich in der Aufregung beim Schaukeln nicht an sie gedacht. Entschuldige. Ja, das ist ja nun dumm. Ja, was machen wir jetzt? Da können wir gar nichts machen. Jetzt treiben wir langsam weiter auf das Meer hinaus. Sozusagen Schiffbruch. Schöne... Ich hätte beinahe was gesagt. Und wenn wir nach den anderen rufen... Die hören uns nicht mehr. Wir könnten sie vielleicht anders auf uns aufmerksam machen. Und wie, Herr Obervollmatrose? Durch Feuerzeichen. Aus meinem Feuerzahn. Donnerwetter. Notsignale aus deinem Feuerzahn. Ja, du bist ja ein seemännisches Genie. Ich befördere dich hiermit zum Oberbootsmannsmat. Der kleine grüne Drache spie Feuer in die dunkle Nacht hinaus. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Und auf dem Motorboot entdeckte Rabe Raps als erster die Signale. Ein Blick über Bord am Heck, wo die Leine vom Beiboot lose herunterhing. Ein Blick ins leere Cockpit ließen ihn sofort erraten, von wem die Zeichen stammten. Rapp! Flitzefeuerzahn und Captain Buddelmann sind verschwunden! Was schreist du da? Flitzefeuerzahn und Captain Buddelmann sind mit dem Beiboot weggefahren. Und jetzt sieht man Feuerzeichen auf dem Meer. Feuerzeichen auf dem Meer? Ja! Seht ihr sie denn nicht? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Das heißt S.O.S. Rettet unsere Seelen. Ja, was geht denn hier vor? Ich bitte um eine Erklärung, Herr Buddelmann. Captain Buddelmann und Flitze Feuerzahn sind mit dem Beiboot weg und scheinen wohl in Not zu sein. Sag das nochmal. Onkel Berthold und Flitze sind mit dem Beiboot losgefahren. Und jetzt gibt Flitze Feuerzeichen. Dann sind wir ohne Captain Buddelmann auf diesem Boot. Ja, und er ist ohne uns auf seinem Boot. Ich hab ja gewusst, dass das ein schlimmes Ende nehmen wird. Rap, wir müssen zu den beiden hin. Ich hol den Anker hoch. Und ich stell den Motor an. Das wirst du ganz schön unterlassen, Stefanie. Wenn jemand diese Höllenmaschine hier bedient, dann niemand außer mir. Na, wirst du wohl. Der Anker ist oben. Und jetzt starten. Und jetzt starten. Man muss den Schlüssel nach rechts drehen, wie beim Auto.
Da liegt die Mütze von Onkel Berthold. Vielleicht sollte Frau Kraft sich die Kapitänsmütze aufsetzen, damit sie sich sicherer fühlt. Ach Gott, lass diese dummen Vorschläge. Ich habe schließlich schon als Kind Traktoren auf dem Feld gefahren. Aber das hier ist ein Außenbordmotor. Schlüssel drehen! Schlüssel drehen! Und jetzt? Und jetzt den Gang einlegen und gleichzeitig dabei Gas geben. Aber Frau Kraft, doch nicht den Rückwärtsgang. Ja, man darf ja wohl mal üben. Ja, so. So ist es gut. Die Witwe Kraft bekam erstaunlich schnell das richtige Gefühl für Motor und Boot. Und sie steuerte direkt auf die Feuerzeichen zu. Rabraps war schon vorausgeflogen. Laut krächzend flog er um die Schiffbrüchigen im Ruderboot herum. Und bald darauf hatte man das Beiboot wieder festgemacht. Käpt'n Buddelmann sprach kein Wort. Stumm gab er der Frau Kraft die Hand, während der kleine grüne Drache in die Kajüte kroch, um dort eine ganze Flasche Limonade auszutrinken. Ihm war vom vielen Speien der Hals so trocken geworden. Doch auch das alles sollte noch immer nicht die größte Aufregung bei diesem Ausflug sein. Am nächsten Morgen kam es nämlich noch viel schlimmer. Reise, Reise! Aufstehen! Die Waschfrau zeigt von 8 an klar. Der Bäcker von La Boe ist da. Erhebet eure müden Leiber. Die Pier steht voller nackter... Herr Buddelmann, wir haben schließlich Kinder an Bord. Nun machen Sie mal halblang, Frau Kraft. Die Kinder können sich nicht früh genug an die christliche Seefahrt gewöhnen. Und da wird man nun mal so geweckt. Ich finde es trotzdem nicht richtig. Und sonst sind wir hier doch ganz allein auf der See. Ganz nicht. Da hinten kommt ein Schiff heran. Was für ein Schiff? Ich bitte um genaue Meldung, wenn du was zu sagen hast. Es ist ein graues Schiff und es fährt sehr schnell. Mein Fernglas, Flitze Feuerzahn. Die Räuber kommen. Rabraps, siehst du vielleicht mehr? Moment mal. Also ich würde sagen, das sieht mir nach einem Polizeiboot aus. Ein Schnellboot von der Wasserpolizei. Polizei? Nur Ruhe, Flitze Feuerzahn. Aber am besten legst du dich in die Kajüte. Und stellst dich dort im Notfall tot. In die Kajüte legen und im Notfall totstellen. Ja, es ist ein Polizeiboot, Onkel Berthold. Das sehe ich jetzt auch. Ich gehe auch wieder in die Kajüte. Ja, und Stefanie und Jakob bleiben hier bei mir. Und Raps? Der verkriecht sich hinter dem Benzintank. Man weiß nie, was... Sollten wir nicht schnell den Anker lichten und einfach wegfahren? Das hat keinen Zweck. Aber was wollen die von uns? Wahrscheinlich suchen sie noch die Räuber, die Diebe vom Meereskundemuseum. Guten Morgen. Schulz, Wasserschutzpolizei. Das ist mein Kollege Krebs. Angenehm. Ich wünsche ebenfalls einen guten Morgen. Zeigen Sie bitte mal Ihre Papiere. Hä? Was für Papiere? Ich heiße Berthold Buddelmann. Und da sind meine Großnichte Stefanie und mein Großneffe Jakob. Ihren Ausweis bitte. Ich hab keinen mit. Wir befinden uns auf einem kleinen Ausflug. Aha. Ist das Ihr Boot? Nein. Es gehört meinem Freund Kurdirektor Sonnenschein. Er wohnt und arbeitet dort hinten in dem Badeort. Und sind Sie berechtigt, ein Motorboot zu führen? Unser Onkel Berthold war Kapitän. Ja, er hat das Patent für große Fahrt. Er darf jedes Schiff steuern, sogar die Luxusdampfer. Die Kinder sagen es und Kindermund spricht ja wohl die Wahrheit. Wir werden das nachprüfen. Kommen Sie, Krebs. Nehmen wir das Fahrzeug in näheren Augenschein. Wir werden doch wohl an Bord kommen dürfen, oder? Mit dem größten Vergnügen, meine Herren. Befinden sich noch weitere Personen an Bord? Ja, meine Wirtin. Eine gewisse Hausbesitzerin Kraft. Sie ist in der Kajüte. Haben Sie heute Nacht Notsignale auf der See gesehen? Wenn Sie wirklich Kapitän waren, wissen Sie ja wohl, was Notsignale sind.
Nein, wir haben nichts gesehen. Du, Stefanie, hast du was gesehen? Ihr seid nicht gefragt. Leider nicht. Was sollen das für Signale gewesen sein? Krebs, nehmen Sie sich die Kajüte vor. Jawohl, Herr Schulz. So. Sie behaupten also, Kapitän gewesen zu sein. Herr Schulz? Ja, was ist? Ich habe einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Er scheint zur Beute aus dem Museum zu gehören. Das ist ja interessant. Bitte nicht anfassen, wegen der Spurensicherung. Es handelt sich ohne Zweifel um ein ausgestopftes Seetier. Hast du das gehört, Stefanie? Ausgestopftes Seetier, hat er gesagt. Verzeihen Sie, meine Herren, dieses präparierte Wesen ist sozusagen ein Talisman von mir. Den hatte ich bei jeder Seefahrt mit an Bord. Ein Talisman? Ja, ein Erinnerungsstück, das einem Glück bringt, das einen vor Gefahren bewahrt. Ja, gibt es so etwas bei der Wasserpolizei etwa nicht? Zeigen Sie mal her, Krebs. Ein ziemlich großer Talisman. Talisman ist Talisman. Mir sieht das doch sehr nach einem Museumsstück aus. Und darum werden wir das Ding auch in Gewahrsam nehmen. Nein, tun Sie das nicht. Nein, tun Sie das bitte nicht. Bitte, bitte. Ihr haltet gefälligst den Mund. Meine Herren, Sie haben kein Recht. Langsam, langsam, ja? Wir sind Beamte. Nun sagen Sie doch auch mal was, wie war noch Ihr Name? Kraft. Bitte helfen Sie mir. Was ist los, Frau Kraft? Bitte befreien Sie mich aus der Gewalt dieses Mannes hier. Er hat mich nämlich gegen meinen Willen auf das Boot geschleppt und will mich jetzt auf einer unbewohnten Insel aussetzen. Bitte nehmen Sie mich mit. Ja, Frau Kraft, haben Sie denn den Verstand verloren? Was reden Sie da für wirres Zeug? Wiederholen Sie das nochmal. Dieser Mann hat mich auf das Boot geschleppt und will mich auf einer einsamen Insel aussetzen. Was? Wie bitte? Das ist ja gar nicht wahr. Frau Kraft, wie können Sie so etwas Schreckliches behaupten? Und warum meinen Sie, will er Sie auf diese Insel bringen? Das wäre ja Menschenraub. Sind Sie sich im Klaren, was Sie da sagen? Sicherlich soll ich dort nicht für immer bleiben. Aber ein paar Tage will er mich bestimmt schmoren lassen. Bitte helfen Sie mir, bitte nehmen Sie mich mit. Aber dafür muss es doch einen Grund geben, Frau. Ach, wegen Mietstreitigkeiten. Immer hat er etwas an meinem schönen Haus und der Miete auszusetzen. Genug Krebs. Natürlich nehmen wir Sie mit, Frau Kraft. Und den verdächtigen Gegenstand. Aber was machen wir mit dem Mann und den Kindern? Zunächst gar nichts. Ich stecke mir den Zündschlüssel ein und dann werden wir unser Land genauestens informieren. Frau Kraft, Ihnen muss jemand ins Gehirn. Nein, nicht auf eine Insel. Nicht auf eine Insel. Beruhigen Sie sich. Bitte, geben Sie den Zündschlüssel her, mein Herr. Es blieb Captain Buddelmann nichts anderes übrig, als den Schlüssel auszuhändigen. Stumm und entgeistert sahen Stefanie, Jakob und er den Polizisten zu, wie sie die Frau Kraft auf ihr Boot brachten. Den kleinen grünen und starren Drachen trug die Frau Kraft. Ja, und schon löste sich das graue Schiff und raste davon dem Land entgegen. Die Witwe Kraft und Fitze Feuerzahn wurden in einen kleinen Raum unter Deck gebracht. Man schloss die Türe hinter ihnen ab. Na, Fitze Feuerzahn, was sagst du nun? Was soll ich? Ja, was? Der gute Captain Buddelmann... Wie habe ich das gemacht? Also, wenn ich Herr Buddelmann wäre, würde ich jetzt einen meiner Seemannsflüche ausstoßen. Und zwar einen von der fröhlichen Sorte. Potz, Blitz und Sturmgebraus. Genau den. Potz, Blitz und Sturmgebraus. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich kann weit und breit nichts Fröhliches entdecken. Na ja, ein paar kleine Schwierigkeiten sind noch zu überwinden. Aber das schaffen wir schon. Sage mal, habe ich nicht wunderbar Theater gespielt? Meine Cousine behauptete immer, ich hätte eigentlich zum Theater gehen sollen. Theater gespielt? Aber jetzt denk doch mal nach. Wäre ich hier auf dem Polizeiboot bei dir, wenn ich still und stumm zugesehen hätte, wie man dich in Gewahrsam nimmt? Wie man mich in Gewahrsam nimmt? Ach, so ist das.
Sie haben das alles mit Captain Buddelmann und so nur gesagt, um mit mir mitgenommen zu werden. Jawohl, ich habe die Polizei an der Nase herumgeführt. Ich konnte dich doch nicht alleine lassen. Wer weiß, was sie mit dir gemacht hätten. Oder noch machen werden. Lass mich überlegen. Also, die Tür ist zu. Ja, die Tür ist zu. Aber hier ist ein Fenster. Sie wollen doch nicht etwa... Sie wollen... Ja, das ist doch schon die Lösung. Ich werde jetzt das Fenster einschlagen und dich werfe ich hinaus. Ins Wasser? Das macht dir doch nichts aus, wenn man auf Delfinen reiten will. Na ja, aber das Boot ist ja vielleicht ein bisschen schneller als ein Delfin. Und schon schwimmst du zu unserem zurück. Jetzt mach die Schnauze auf. Warum die Schnauze? Das hier ist der Zündschlüssel. Der Polizist hat ihn vorhin auf dem Klapptischchen draußen abgelegt. Na ja, und da habe ich rasch zugelangt. Frau Kraft, Sie sind ja... Wenn das Captain Buddelmann erfährt. Du wirst es ihm sehr bald erzählen. Nimm jetzt den Schlüssel in eine deiner Backentaschen und warte ab. Siehst du die Bierflasche dort? Ich sehe sie. Wir werden nun erleben, was härter ist. Flaschen oder Fensterglas? Bist du bereit? Ich bin bereit. Mach's gut, Flitze Feuerzahn. Sind Sie wahnsinnig geworden, Frau? Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Wen konnten Sie nicht mehr sehen? Wer gibt Ihnen das Recht, hier die Scheiben einzuschlagen? Ach, eine Scheibe, Herr Wachtmeister, eine. Aber warum haben Sie mich auch mit ihm eingesperrt? Mit dem ausgestopften Vieh? Ja, mit diesem Untier aus... Ach, wahrscheinlich war es sogar einmal ein Drache. Drachen gibt es nicht und hat es nie gegeben. Was ist denn da unten los, Tapes? Einen Augenblick, Herr Schulz. Dieser Drache hing bei meinem Untermieter an der Wand. Und deshalb bin ich doch seit Jahren nicht mehr hineingegangen. In meinem eigenen Haus. Und jetzt haben Sie ihn über Bord geschmissen? Dann können Sie also bestätigen, dass dieser Gegenstand nicht aus dem Museum stammt? Selbstverständlich kann ich das. Und warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Man hat mich nicht gefragt. Nun hören Sie mal gut zu, Frau. Bei Ihnen scheint es im Oberstübchen... Sie ticken ja wohl nicht ganz richtig. Sagen Sie endlich, was da unten geschieht. Ich kann ja nicht vom Steuer weg. Einen Augenblick, Herr Schulz. Übrigens, der Herr Kapitän wollte mich gar nicht aussetzen. Zumindest nicht ohne Stefanie, Jakob und den Rabenraps. Von Flitze Feuerzahn ganz zu schweigen. Flitze Feuerzahn? Wer ist denn das nun wieder? Einer, der flitzt. Und aus einem Zahn Feuer speien kann. Jetzt aber Schluss damit. Wir bringen Sie sofort nach unserem Einlaufen zu einem Arzt. Und zwar zu einem Nervenarzt. Nervenarzt Professor Zuckeduse untersuchte die Frau Kraft fast 2 Stunden lang. Doch dann musste er sie gehen lassen, denn sie war ja fast normaler als er selbst. Ja, und wenig später klingelte sie an der Tür von Kurdirektor Sonnenschein. Frau Kraft, sagte Captain Buddelmann, Frau Kraft, Sie haben sich die Rettungsmedaille in Gold verdient. Und gab ihr einen zarten Kuss auf jede Wange und einen dicken auf den Mund. Frau Kraft wurde puterrot. Und der kleine grüne Drache, Raberatz, Stefanie und Jakob schlossen wie auf Kommando ihre Augen.